Oh, ich sehe gerade, der Akku ist leer. Ich schnöpsel den mal eben an. Da fällt mir ein, wenn du jetzt ein Endgerät vor Überspannungseinkopplungen schützen möchtest, was für Möglichkeiten hätten wir da wohl für so einen Stecker oder so? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder du nimmst einen Steckdosenadapter oder es gibt auch Lösungen, die du direkt in der Steckdose verbauen kannst. Aber wenn dich das interessiert, ich zeige dir das gerne. Ich habe welche in meiner Musterkiste. Lass in eine Werkstatt gehen und dann zeige ich dir das. Das machen wir. So Jens, da sind wir hier in der Werkstatt. Und in meinem Musterkoffer, ich sagte es ja bereits, habe ich ein paar Ableiter zum Endgeräteschutz. Hier mal so eine Variante, die man einfach in die Steckdose reinsteckt als Zwischenstecker. Das ist, glaube ich, so das Einfachste, was man machen kann. Dann gibt es natürlich aber auch Lösungen für Abzweigdosen, zum Beispiel Installationskanäle oder ähnliches. Verschiedene Varianten, entweder als Durchgangsklemme oder halt hier in der Stichverdrahtung. Mhm. Und das, was ich cool finde, wenn man jetzt gerade so Steckdosen hat, da könnte man diese Variante nehmen. Und die ist wirklich total simpel zu installieren. Und damit du siehst, dass das wirklich so ist, möchte ich dich bitten, dass du das mal heute übernimmst. So, bitteschön. Gerne. Ich habe auch eine Packungsbeilage für dich. Ja. Und da siehst du, letztendlich sind es drei Schritte, die du machen musst. Ja. Überspannungsschutz auf den Steckdoseneinsatz, genau. Verdrahten und rein damit. Richtig. Total einfach. Dann machen wir. Na gut, also ich starte hier mit dem Überspannungsschutz, der drei Anschlüsse hat. Klar. So. Phase, Neutralleiter PE. Und steckt die hier in die Kontakte rein. Genau. Ganz genau. Also jetzt habe ich noch einen Anschluss frei. Genau, wir haben aber zwei Kabel, ne? Einmal die Zuleitung und einmal die Abgangsleitung zur nächsten Steckdose. Also muss ich mir da Brücken einbauen? Das Schöne ist ja, ich muss das ja nicht bei jeder Steckdose machen, weil jeder Überspannungsschutz hat ja so einen Wirkungsbereich von circa 10 Metern, sodass alles, was hier nach auf der gleichen Phase draufhängt, natürlich dann mitgeschützt ist. Das ist natürlich das Gute dabei, ne? So, Phase. Der letzte, der grün-gelbe. Mit der wichtigste. Absolut. So. Und als letztes die Steckdose. Blau. Grün-gelb. Und braunen. So. Und das Ganze rein in die Steckdose, in die tiefe Dose. Es wird schon eng, muss man sagen. Genau, das ist halt natürlich ein wichtiger Hinweis, ne? Wir brauchen die tiefe Dose, weil es doch relativ viel ist, was dann noch mit versenkt werden muss. Aber wenn ich die tiefe Dose habe, dann ist das kein Problem. Genau, das sieht doch sehr sauber aus. Genau, ordnungsgemäß festziehen. Ja, das sieht doch sehr sauber aus. Und wie du siehst, das ist eine einfache und elegante Lösung. Gut. Und ich denke und hoffe natürlich, dass wir die für die anderen Fragen auch finden werden. Ja, schauen wir mal. Vielen Dank. Gerne.